Ja, hallo meine lieben Mystery-Freunde. Willkommen. Schön, dass ihr wieder dazugeschaltet habt bei einer weiteren Ausgabe der M-Akten. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir mal eine kleine Umfrage gestartet. Es ging darum, wer mit uns vielleicht einmal zusammen ein Video machen möchte, als Sprecher sozusagen. In diesem Fall haben wir unser kleines Team ein wenig erweitert und wir haben eine Sprecherin gefunden. Unsere liebe Tamara hat sich für den Beitrag Baba Vanga entschieden. Baba Vanga war in ihrer Art eine Visionärin und sah Dinge voraus, die unsere eigene Zukunft betrachten. Ihr wisst ja, es gab ja viele Hellseher und Propheten. Viele der Hellseher und Propheten haben eine Zukunft prophezeit, die mit Unruhen, Katastrophen und Kriege in Verbindung gebracht werden können. Auch die derzeitige Lage in Europa scheint doch vieles darauf hinzuweisen, dass einige dieser Prophezeiungen Wirklichkeit werden. Wie zum Beispiel Unruhen in Europa, bürgerkriegähnliche Zustände, der Nahe Osten, USA, Syrien. Auch Naturkatastrophen werden weltweit zunehmen. In Europa selbst wird es in den kommenden Jahren und Monaten zu großen Veränderungen kommen. In den großen Städten Europas wird es noch dramatischer zugehen als bisher zuvor. In Europa werden viele Gebäude brennen. Ausschreitungen sind dann auch zu befürchten, bis hin zu militärischen Einsätzen. Meine Worte an euch, haltet euch von den großen Städten fern und meidet die größten Unruhenregionen. Dann habt ihr auch nichts zu befürchten. Und seid dann auch im Großteil sicher für den ganzen Chaos, das in den kommenden Monaten noch herrschen wird. Aber auch dies wird ein Ende finden. Und nun wollen wir zu unserem heutigen Thema wechseln. Wie schon gesagt, es geht um eine Hellseherin, und zwar von Baba Vanga. Tamara wird euch nun diesen Beitrag vorbringen. Und ich wünsche euch jetzt schon meinem besten Sinne eine gute Unterhaltung. Für viele Menschen in Vangas Umgebung bestand kein Zweifel. Die blinde Frau, die im Alter von 13 Jahren bei einem Wirbelsturm so schwer verletzt wurde, dass sie ihr Augenlicht verlor, war eine Seherin. Sie suchten sie auf. Sie wollten von ihr wissen, wie es den Männern, Söhnen und Brüdern ging, die im Krieg waren, und Vanga berichtete. Den Menschen tat es gut. Manchem wird sie Trauriges berichtet haben. Aber nicht mehr in Unsicherheit über das Schicksal des Angehörigen zu sein, mag vielen das Leben leichter gemacht haben. Vanga wurde beliebt. Kurze Zeit, nachdem sie begonnen hatte, ihre Visionen preiszugeben, fand sie auch einen Ehemann, einen Bulgaren, mit dem sie in dessen bulgarische Heimatstadt Petrich zog. Vanga wurde zur Seherin von Petrich, und ihre Weissagungen machten sie so berühmt, dass selbst der bulgarische König Boris III. Sie aufsuchte. Schön war es nicht, was sie ihm vorausgesagt haben soll. Er würde bald sterben. Er war 49. Als kurz darauf sein Leben 1943 zu Ende ging. Herzversagen war die offizielle Erklärung. Damals schon hieß es gerüchteweise, dass er vergiftet wurde. Die 1996 im Alter von 85 Jahren verstorbene Baba Vanga, Großmutter Vanga und auch Nostradamus Bulgariens genannt, hatte sich Zeit ihres Lebens nicht davor gescheut, auch düstere Vorhersagen zu machen. Einige von ihnen haben sie weit über die Grenzen des Balkans hinaus berühmt gemacht. Schon in den 50er Jahren, als von globaler Erderwärmung noch keine Rede war, sprach sie von schmelzenden Polkappen und steigenden Meerestemperaturen. 1980 sagte sie, im August 1999 oder 2000 werde das russische U-Boot Kursk mit Wasser bedeckt sein und die ganze Welt darüber weinen. Tatsächlich kam es im August 2000 zu einem tragischen Unfall, bei dem das U-Boot sank und sämtliche Besatzungsmitglieder starben. Auch Nostradamus fürchtete einen großen König des Terrors. Den verheerenden Tsunami 2004 erkennen ihre Anhänger in den Bildern von einer großen todbringenden Überschwemmung. Auch das Erdbeben von Fukushima soll sie vorausgesagt haben. Ihre 1989 an die USA gerichtete Warnung, das Land werde von zwei stählernen Vögeln angegriffen werden, deuten ihre Fans als Prophezeiung der Attentate vom 11. September 2001, bei dem zwei entführte Flugzeuge in das World Trade Center geflogen sind. Dass es insgesamt vier stählerne Vögel waren, welche die USA am 11. September angegriffen
Ein Flugzeug wurde in das Pentagon in Arlington gelenkt. Eines wurde nach Kämpfen mit Passagieren vom Pilot der Entführer zum Absturz gebracht, wird bei dieser Deutung einfach ignoriert. Dennoch sind ihre Äußerungen über eine existenzielle Bedrohung von oben fraglos bemerkenswert. Auch Nostradamus prophezeite Gefahren aus anderen Welten. Im Jahre 1999 und 7 Monate danach schrieb der französische Seher im 16. Jahrhundert, wird vom Himmel der große König des Terrors kommen. Die Interpretationen der Voraussagen der Baba Vanga sind allerdings recht frei. Das betrifft vor allem ihre Äußerungen zu einem großen muslimischen Krieg. In den Medien und den sozialen Netzwerken kursiert derzeit die Behauptung, Baba Vanga hätte die Entstehung der Terrormiliz Islamischer Staat, IS, vorausgesagt. Diese Deutung passt perfekt in ihre Aussage, Europa würde 2016 aufhören zu existieren, nachdem die muslimischen Feinde chemische Waffen einsetzen. Auf irgendeine Weise muss aber auch nach Baba Vangas Vorstellungen etwas von Europa übrig bleiben. Zumindest werde sich der Kontinent bis 2043 so weit wieder erholen, dass es sich in ein muslimisches Kalifat verwandeln kann, mit Rom als Zentrum. 2066 allerdings wird der Westen richtig zurückschlagen. Die USA, so Baba Vanga, greifen den muslimischen Turm an. 10 Jahre später dann, sagt Baba Vanga, ist alles gut. Die Welt verwandelt sich in eine Gesellschaft ohne Klassen. Diese kommunistische Vision fügt sich gut in ihre Biografie. Immerhin arbeitete sie von 1967 als Staatsangestellte am Institut für Suggestologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften. Sie soll der Polizei bei der Suche nach vermissten Angehörigen geholfen haben. Und zwar mit einer von bulgarischen Wissenschaftlern festgestellten Trefferquote von 80%. Bleibt zu hoffen, dass ihre Fähigkeiten nicht im Kampf gegen untergetauchte politische Dissidenten eingesetzt wurde. Mit Bulgariens kommunistischer Regierung verstand sie sich offenbar gut. Ein staatliches Management soll sich um den Ablauf ihrer Besuche gekümmert haben. Bis zu 100 Personen kamen angeblich täglich zu ihr, um sich Rat zu holen. Die Gebühren zog der Staat ein. Wen wundert es da, dass sich Parteigrößen gerne mit der blinden Seherin in der Öffentlichkeit zeigten. Damals glaubte vielleicht der eine oder andere Genosse noch an Baba Vangas Prophezeiung der großen kommunistischen Weltrevolution 2076. Tatsächlich lag Bulgariens Nostradamus auch schon ganz schön daneben. Zwar macht sie die durchaus nachvollziehbare Voraussage, dass die Erde noch viele Phasen der Unruhen durchleben würde. Ihre konkrete Ansage allerdings, dass 2010 der dritte Weltkrieg ausbrechen würde, bewahrheitete sich nicht. Und auch die radioaktive Verseuchung der Nordhalbkugel im Jahr 2011 sowie deren restlose ökologische Zerstörung fiel aus. Wie schön, wenn Wahrsager daneben liegen. Für 2016 macht das Hoffnung. Ja, meine lieben Mystery-Freunde, ihr seht also, dass sich Prophezeiungen und Visionen nicht immer erfüllen müssen. Der Mensch allein kann in seiner Art und Weise die Dinge auch verändern. Und daher müssen sich Prophezeiungen und Visionen nicht immer erfüllen. Denn wir Menschen werden gewarnt von diesen Dingen, können sie aber jedoch verändern. Zwar nicht immer ein Einzelner, aber die Masse kann es. Und ich bin mir sicher, dass sich vieles noch zum Guten wenden kann, auch wenn es bisher noch nicht danach aussieht. Und dennoch sollten wir auf die wahren Propheten und Hellseher hören. Und immerhin weisen sie uns auf das hin, was passieren könnte, wenn wir unseren Kurs nicht ändern. Und vergesst nicht, wir Menschen sind sehr vielversprechend, können schnell mal andere Entscheidungen treffen. Und schon das reicht dann aus, um die Dinge zu verändern. Ja, so meine Lieben, und somit sind wir eigentlich schon mit diesem Beitrag wieder am Schluss angekommen. Am Schluss habe ich aber jetzt noch eine kleine Bitte an euch. Denn unsere Tamara hat das zum allerersten Mal gemacht. Und ich denke, sie hat sich da einen Daumen nach oben verdient. Also meine Lieben, ich hoffe, man hört sich nächste Woche wieder bei einer weiteren neuen Ausgabe der M-Akte. Auf Wiedersehen und Dankeschön. Zu großen Veränderungen kommen. In den großen Städten Europas wird es noch dramatischer zugehen als bisher zuvor.
In Europa werden viele Gebäude brennen. Ausschreitungen sind dann auch zu befürchten, bis hin zu militärischen Einsätzen. Meine Worte an euch, haltet euch von den großen Städten fern und meidet die größten Unruhenregionen. Dann habt ihr auch nichts zu befürchten und seid dann auch im Großteil sicher vor dem ganzen Chaos, das in den kommenden Monaten noch herrschen wird. Aber auch dies wird ein Ende finden. Und nun wollen wir zu unserem heutigen Thema wechseln. Wie schon gesagt, es geht um eine Hellseherin, und zwar von Baba Vanga. Tamara wird euch nun diesen Beitrag vorbringen. Und ich wünsche euch jetzt schon meinem besten Sinne eine gute Unterhaltung. Für viele Menschen in Wangas Umgebung bestand kein Zweifel. Die blinde Frau, die im Alter von 13 Jahren bei einem Wirbelsturm so schwer verletzt wurde, dass sie ihr Augenlicht verlor, war eine Seherin. Sie suchten sie auf. Sie wollten von ihr wissen, wie es den Männern, Söhnen und Brüdern ging, die im Krieg waren, und Wanga berichtete. Den Menschen tat es gut. Manchem wird sie Trauriges berichtet haben. Aber nicht mehr in Unsicherheit über das Schicksal des Angehörigen zu sein, mag vielen das Leben leichter gemacht haben. Vanga wurde beliebt. Kurze Zeit, nachdem sie begonnen hatte, ihre Visionen preiszugeben, fand sie auch einen Ehemann, einen Bulgaren, mit dem sie in dessen bulgarische Heimatstadt Petric zog. Vanga wurde zur Seherin von Petric, und ihre Weissagungen machten sie so berühmt, dass selbst der bulgarische König Boris III. Sie aufsuchte. Schön war es nicht, was sie ihm vorausgesagt haben soll. Er würde bald sterben. Er war 49, als kurz darauf sein Leben 1943 zu Ende ging. Herzversagen war die offizielle Erklärung. Damals schon hieß es gerüchteweise, dass er vergiftet wurde. Die 1996 im Alter von 85 Jahren verstorbene Baba Vanga, Großmutter Vanga und auch Nostradamus Bulgariens genannt, hatte sich Zeit ihres Lebens nicht davor gescheut, auch düstere Vorhersagen zu machen. Einige von ihnen haben sie weit über die Grenzen des Balkans hinaus berühmt gemacht. Schon in den 50er Jahren, als von globaler Erderwärmung noch keine Rede war, sprach sie von schmelzenden Polkappen und steigenden Meerestemperaturen. 1980 sagte sie, im August 1999 oder 2000 werde das russische U-Boot Kursk mit Wasser bedeckt sein und die ganze Welt darüber weinen. Tatsächlich kam es im August 2000 zu einem tragischen Unfall, bei dem das U-Boot sank und sämtliche Besatzungsmitglieder starben. Auch Nostradamus fürchtete einen großen König der Ausgabe der M-Akten. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir mal eine kleine Umfrage gestartet. Es ging darum, wer mit uns vielleicht einmal zusammen ein Video machen möchte, als Sprecher sozusagen. In diesem Fall haben wir unser kleines Team ein wenig erweitert und wir haben eine Sprecherin gefunden. Unsere liebe Tamara hat sich für den Beitrag Baba Vanga entschieden. Baba Vanga war in ihrer Art eine Visionärin und sah Dinge voraus, die unsere eigene Zukunft betrachten. Ihr wisst ja, es gab ja viele Hellseher und Propheten. Viele der Hellseher und Propheten haben eine Zukunft prophezeit, die mit Unruhen, Katastrophen und Kriege in Verbindung gebracht werden können. Auch die derzeitige Lage in Europa scheint auf vieles darauf hinzuweisen, dass einige dieser Prophezeiungen Wirklichkeit werden. Wie zum Beispiel Unruhen in Europa, bürgerkriegähnliche Zustände, der Nahe Osten, USA, Syrien. Auch Naturkatastrophen werden weltweit zunehmen. In Europa selbst wird es in den kommenden Jahren und Monaten zu großen Veränderungen kommen. In den großen Städten Europas wird es noch dramatischer zugehen als bisher zuvor. In Europa werden viele Gebäude brennen. Ausschreitungen sind dann auch zu befürchten, bis hin zu militärischen Einsätzen. Meine Worte an euch, haltet euch von den großen Städten fern und meidet die größten Unruhenregionen. Dann habt ihr auch nichts zu befürchten und seid dann auch im Großteil sicher vor dem ganzen Chaos, das in den kommenden Monaten noch herrschen wird. Aber auch dies wird ein Ende finden. Und nun wollen wir zu unserem heutigen Thema wechseln. Wie schon gesagt, es geht um eine Hellseherin, und zwar
von Baba Vanga. Tamara wird euch nun diesen Beitrag vorbringen. Und ich wünsche euch jetzt schon meinem besten Sinne eine gute Unterhaltung. Für viele Menschen in Wangas Umgebung bestand kein Zweifel. Die blinde Frau, die im Alter von 13 Jahren bei einem Wirbelsturm so schwer verletzt wurde, dass sie ihr Augenlicht verlor, war eine Seherin. Sie suchten sie auf. Sie wollten von ihr wissen, wie es den Männern, Söhnen und Brüdern ging, die im Krieg waren, und Wanga berichtete. Den Menschen tat es gut. Manchem wird sie Trauriges berichtet haben. Aber nicht mehr in Unsicherheit über das Schicksal des Angehörigen zu sein, mag vielen das Leben leichter gemacht haben. Vanga wurde beliebt. Kurze Zeit, nachdem sie begonnen hatte, ihre Visionen preiszugeben, fand sie auch einen Ehemann, einen Bulgaren. In den großen Städten Europas wird es noch dramatischer zugehen als bisher zuvor. In Europa werden viele Gebäude brennen. Ausschreitungen sind dann auch zu befürchten, bis hin zu militärischen Einsätzen. Meine Worte an euch: haltet euch von den großen Städten fern und meidet die größten Unruhenregionen. Dann habt ihr auch nichts zu befürchten und seid dann auch im Großteil sicher vor dem ganzen Chaos, das in den kommenden Monaten noch herrschen wird. Aber auch dies wird ein Ende finden. Und nun wollen wir zu unserem heutigen Thema wechseln. Wie schon gesagt, es geht um eine Hellseherin, und zwar von Baba Vanga. Tamara wird euch nun diesen Beitrag vorbringen, und ich wünsche euch jetzt schon meinem besten Sinne eine gute Unterhaltung. Für viele Menschen in Wangas Umgebung bestand kein Zweifel. Die blinde Frau, die im Alter von 13 Jahren bei einem Wirbelsturm so schwer verletzt wurde, dass sie ihr Augenlicht verlor, war eine Seherin. Sie suchten sie auf. Sie wollten von ihr wissen, wie es den Männern, Söhnen und Brüdern ging, die im Krieg waren, und Vanga berichtete. Den Menschen tat es gut. Manchem wird sie Trauriges berichtet haben. Aber nicht mehr in Unsicherheit über das Schicksal des Angehörigen zu sein, mag vielen das Leben leichter gemacht haben. Vanga wurde beliebt. Kurze Zeit, nachdem sie begonnen hatte, ihre Visionen preiszugeben, fand sie auch einen Ehemann, einen Bulgaren, mit dem sie in dessen bulgarische Heimatstadt Petric zog. Vanga wurde zur Seherin von Petric, und ihre Weissagungen machten sie so berühmt, dass selbst der bulgarische König Boris III. Sie aufsuchte. Schön war es nicht, was sie ihm vorausgesagt haben soll. Er würde bald sterben. Er war 49. Als kurz darauf sein Leben 1943 zu Ende ging. Herzversagen war die offizielle Erklärung. Damals schon hieß es gerüchteweise, dass er vergiftet wurde. Die 1996 im Alter von 85 Jahren verstorbene Baba Vanga, Großmutter Vanga und auch Nostradamus Bulgariens genannt, hatte sich Zeit ihres Lebens nicht davor gescheut, auch düstere Vorhersagen zu machen. Einige von ihnen haben sie weit über die Grenzen des Balkans hinaus berühmt gemacht. Schon in den 50er Jahren, als von globaler Erderwärmung noch keine Rede war, sprach sie von schmelzenden Polkappen und steigenden Meerestemperaturen. 1980 sagte sie, im August 1999 oder 2000 werde das russische U-Boot Kursk mit Wasser bedeckt sein und die ganze Welt darüber weinen. Tatsächlich kam es im August 2000 zu einem tragischen Unfall, bei dem das U-Boot sank und sämtliche Besatzungsmitglieder starben. Auch Nostradamus fürchtete einen großen König des Terrors. Den